Hallo und herzlich willkommen bei InRacing. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man auf sehr einfache Art und Weise Reifen tapen kann. In unserem Fall kommt ein Satz Badlands 3,8 Zoll sowie ein Satz Desperado-Felgen und ungefähr 2 Meter Glasfasergewebe zum Einsatz. So, und jetzt kann es auch schon losgehen. Zum Verkleben verwende ich immer ganz gerne den Chamara Wheelblatt. Das ist ein recht preiswerter, aber sehr dünnflüssiger Reifenkleber. Ihr beginnt am besten an einer x-beliebigen Stelle vom Reifen, tragt dort so 5 cm breite Streifen auf. Das Glasfaserband ist 5 cm breit. Ihr habt das vielleicht gesehen, ich habe also nicht gleich mit dem Ende begonnen. Dadurch hat man die Möglichkeit, das Glasfaserband noch so ein bisschen anzugreifen und lasse so 2 cm Platz. Ich werde dann zum Ende hin sehen, dass man das einfach gut drüber ziehen kann. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Immer so im Abstand von 1 bis 1,5 cm Klebstoff auftragen, Band drüber spannen und einfach wieder mit dem Kleber beginnen. Wichtig ist, dass ihr das sofort richtig positioniert. Ihr habt im Nachgang kaum mehr eine Chance, das Glasfaserband runterzubekommen. Das heißt, wenn es schief drauf ist, dann ist es schief drauf. Also einfach wirklich sich die Zeit nehmen, präzise arbeiten. Ihr seht also einfach immer nur ein paar Stellen drauf. Jetzt beginne ich hier schon mit dem Ende. Ende einfach, mit dem wir begonnen haben, fixieren. Das ist jetzt fest. Nochmal die restlichen Stellen draufkleben. Hier beim Ende ist es wichtig, dass einfach gut Klebstoff genommen wird, weil sich das Glasfaserband sehr gut ansaugt. Sparen bedeutet, man macht es nochmal. Ja, ist etwas zu wenig, nochmal drauf. Das muss wirklich gut verklebt sein, damit es eben nicht mehr aufgeht. Das soll ja, das Band hat die Eigenschaft oder soll die Eigenschaft haben, dass der Reifen eben nicht mehr aus kann und hier muss es an der Stelle wirklich stabil sein. Zwischendurch ist es nicht so kritisch, wenn er nicht so gut klebt. Das könnt ihr auch rein theoretisch mit 2 cm breiten Streifen machen. Zum Ende klebe ich hier jetzt noch ganz normales Panzertape drauf, um die Klebestelle einfach so ein bisschen zu fixieren, bis es komplett durchgehärtet ist. Ja, und der Reifen ist schon fertig.